Tag, liebe Leute. Ich habe für mich jetzt etwas gemacht mit meinem Freund zusammen, was ihr auch gerade sehen könnt, was ich noch nie gemacht habe und was mir immer so krass vorkam. Aber ich glaube, das ist so das Mexikanischste, was man machen kann. Wir haben uns einen Sonnenschirm gekauft und schützen uns jetzt vor der Sonne, während wir rumlaufen. Weil die Sonne halt echt krass scheppert. Und ja, mein Freund hatte einfach recht. Das ist so das Mexikanischste, was man machen kann. Aber mein Freund hat dann einfach vollkommen recht, das wollte ich euch gerade sagen. Das ist halt viel sinnvoller, als die Sonne zu genießen am Strand, wo wir gerade hinlaufen, als sich halt schon vorher zu verbrennen. Ja, und deswegen haben wir jetzt einen Sonnenschirm uns jetzt gerade tatsächlich gekauft. Und ich glaube, das war eine gute Idee, weil wir haben heute ein sehr großes Stück vor uns noch, was wir laufen werden. Wir werden heute nämlich zu einem Nudistenstrand laufen. Und das sind, glaube ich, vom Strand aus schon 1,5 Stunden. Ich schreibe euch auf jeden Fall nochmal irgendwo drunter, wie lange es am Ende gedauert hat. Ja, aber wir sind halt noch in der Stadt. Wir haben es noch nicht mal zum Strand geschafft. Und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall besser, dass wir uns erstmal ein bisschen vor der Sonne schützen, die heute halt echt krass ballert. Die gute Nachricht ist, wir haben es zum Strand geschafft. Die semi-gute Nachricht, aber ich zeige euch erstmal den Strand und dann reden wir über die semi-gute Nachricht, ja? Wir sind jetzt hier an dem Portal Maya am Strand, wo hier zwischendurch auch... Und zwischendurch gibt es ja auch Veranstaltungen, die hier stattfinden, gerade abends. Das ist mega, mega cool. Gibt es einige nice Sachen. Gracias. Und das Ding ist, dass es da hinten so aussieht, als würde es sich krass zuziehen. Und wir müssen ja sehr nach rechts gehen jetzt gleich. Der Nudistenstrand ist nämlich rechts von hier. Und wir wissen einfach noch nicht, ob sich das jetzt gleich lohnen wird. Also wir machen es trotzdem. Wir werden uns das mal anschauen. In der Hoffnung, dass es nicht krass regnen wird. Es gab aber landesweit, natürlich ist das Land jetzt super groß, es gab landesweit halt eine Regenwarnung, eine Starkregenwarnung und deswegen werden wir mal schauen. Ay, por fin, no hay gente queriéndonos vender algo. Sí, qué rico, ¿no? Buen día. Buen día. Gracias. Wir sind hier an einem der mit schönsten Strände, meiner Meinung nach. Wir sind hier nämlich gerade an dem Playa Car Strand, also an dem ersten. Da hinten, die Strände, wo wir auch gleich nochmal langlaufen, sind nochmal 3000-mal schöner. Aber hier ist es auf jeden Fall auch schon mal einen Ausflug hin wert. Da man nicht lange läuft, da es direkt neben dem Zentrum ist. Und es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, gerade wenn ihr nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem einen sehr schönen karibischen Strand sehen möchtet. Dann solltet ihr auf jeden Fall den Strand hier aufsuchen. Das ist direkt an diesem Ferry, also direkt an der, wie heißt das, an der Schiffsstation wollte ich sagen. Wie heißt das? Fähre. direkt an der Fähre und dann ein Stückchen weiter rechts und dann seid ihr schon hier. Also falls ihr irgendwann wirklich mal hier seid und nicht viel Zeit mitbringt, nehmt auf jeden Fall diesen Strand mit. Wir werden jetzt noch ein gutes Stückchen weiterlaufen. Mit Regenschirm, Sonnenschirm. Ich schwitze jetzt schon, mein Freund auch. Und ja, ich begebe mich jetzt wieder unter den Schirm und dann sehen wir uns gleich wieder ein Stückchen weiter. Wir kommen der Sache näher, Strand für Strand. Ihr merkt, die Strände werden hier schöner und schöner. Wir haben hier so ein richtig krasses karibisches Blau, Leute. Wir haben kaum noch Seegras. Man kann von hier aus einmal die Insel sehen, Cozumel. Und das Meer ist halt bis wirklich super weit hinten karibisch blau türkis. Wir sind jetzt insgesamt über eine Stunde gelaufen von diesem Parque Fundadores aus, also von dieser Statue, an der wir gerade am Strand gestartet haben. Also schon ein sehr, sehr gutes Stück. Ich sag's euch ehrlich, wir haben
bestimmt schon über einen Liter getrunken. Wir sind extrem am Schwitzen, keine Ahnung, ob man das sieht. Falls mein Kleid nass sein sollte, es ist kein Wasser, es ist Schweiß. Ich weiß, ihr wolltet das alle schon mal wissen. Es ist unnormal heiß. Ich bin sehr froh, dass wir tatsächlich auch den Sonnenschirm dabei haben, weil ich glaube, ich wäre untergegangen. Hand aufs Herz, Leute, geht nicht diesen ganzen Weg am Tag ohne Sonnenschirm. Das geht nicht fit, ohne Witz. Und ihr wisst, ich liebe Sonne, ich liebe Strand, aber ich hätte es nicht ausgehalten. Ich bin jetzt schon übertriebens kaputt, mein Freund genauso, wir schwitzen übertriebens. Es ist aber wirklich wunderschön. Und wenn ich euch jetzt die andere Seite zeige, boah, Leute. Wenn wir hier einmal rübergehen und in Richtung Nudistenstrand filmen, das ist noch ein Stückchen, aber da hinten fängt es halt an, richtig natürlich zu werden. Es sind kaum noch Menschen zu sehen und es wird einfach noch blauer. Die Hotels hören auf, es wird ruhiger und ich kann es kaum noch erwarten, diesen Strand jetzt gleich aufzusuchen. Wir machen uns jetzt also auf den Weg und hoffentlich kommen wir gleich an. Wir haben jetzt eine kleine, Verschnaufspause gemacht, weil Leute, ohne Witz, nehmt euch Trinken mit, nehmt euch Essen mit, nehmt euch Verpflegung mit, auf jeden Fall einen Sonnenschirm. Es ist so krass anstrengend, also ich habe mir schon gedacht, es wird anstrengend, aber gerade mit der prallen Sonne, Leute. Also wir wollten eigentlich früher loslaufen, haben es aber zeitlich einfach nicht geschafft. Und mit jedem Schritt, muss ich echt sagen, wird es halt anstrengender. Und hier ist es halt wirklich der Fall, es ist schon ein wunderschöner, traumhafter Strand. Und die Versuchung einfach zu chillen und hier zu bleiben ist groß. Aber wir haben uns jetzt hingesetzt, eine Pause gemacht, einen Schluck getrunken und gesagt, nein, wir ziehen das jetzt einfach durch. Wir machen das jetzt einfach. Wir gehen da jetzt hin, auch wenn wir da völlig kaputt und verschwitzt ankommen. Deswegen, ich habe jetzt auch schon mein Kleid ausgezogen, weil es ist zu warm. Und wie gesagt, wir laufen jetzt schon über eine Stunde. Ich bin sehr gespannt, ob sich das jetzt noch zieht oder ob es geht. Also ich glaube, wir sehen den Strand da hinten schon, aber es könnte halt echt noch ein gutes Stück laufen sein. Also ja, wir geben euch vor Ort nochmal ein Update. Und ganz ehrlich, die Versuchung ist halt wirklich da, einfach liegen zu bleiben. Hier. An einem wunderschönen, leeren Karibikstrand, wo ihr Ruhe habt. Die Versuchung ist halt auf jeden Fall vorhanden, Leute. Aber wir möchten es heute hinkriegen, wir möchten es heute schaffen. Das letzte Mal, als ich hier noch gewohnt habe, wollten wir das nämlich auch schon machen und haben es dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Und deswegen haben wir uns beide jetzt gerade darauf geeinigt und so ein bisschen versteift, dass wir das jetzt eiskalt durchziehen. El staff. No es cierto. Luego no aparezco en los videos, pero soy una parte muy esencial de esto, ¿eh? Si yo no vengo cargando estas cosas, esto no sucede. Mein Freund, wie er mir angeboten hat, er könnte doch die Sachen nehmen, damit ich hier kurz ein bisschen filmen und aufnehmen kann. Und jetzt beschwert er sich einfach. Ich frage mich, ob das da hinten dann schon der Nudistenstrand ist oder ob es halt wirklich das letzte Stück ganz am Ende ist. Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es erst das letzte Stückchen ist, weil ich jetzt von Weitem, so schlecht wie ich auch sehe, aber ich sehe irgendwelche menschenähnlichen Wesen, ich gehe davon aus, sind Menschen, die Badehosen tragen. Und deswegen, ja, vielleicht müssen wir wirklich noch bis zum bitteren Ende, bis nach ganz, ganz, ganz hinten laufen. Grundsätzlich haben wir den Tipp mit dem Nudistenstrand von Bekannten hier bekommen, die uns aber auch gesagt haben, es ist krass anstrengend. Also wenn ihr das schafft, dann Respekt. Es lohnt sich. Es ist wunderschön dort. Aber es ist echt weit und es gibt keinen anderen Zugang. Also ja, ich kann auf jeden Fall schon mal bestätigen, mein Freund auch. Es ist weit. Es ist anstrengend. Wir haben schon übertrieben viel getrunken, damit wir überhaupt klarkommen, weil wir die ganze Zeit einfach nur schwitzen und schwitzen und schwitzen. Und das, was wir eigentlich wollen, ist einfach jetzt ins Meer reinhüpfen. Ich meine, guckt es euch an. Es ist so verlockend. Aber wir wissen halt beide, wenn wir das jetzt machen und ins Meer reingehen und uns kurz einfach nur hinschillen, hinsetzen, wir stehen nicht mehr auf, wir laufen nicht mehr bis zum Ende. Vor allem, weil wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen müssen. Also ja, wir ziehen das jetzt einmal durch. Aber ich glaube, wenn wir jetzt reingehen, ist es vorbei. Dann schaffen wir es nicht zu dem Nudistenstrand. Was im Moment in TikTok. Nein, YouTube. También ahí.
Wisst ihr, wie schwer es ist, sich hier nicht instant ins Wasser reinzuwerfen? Es ist einfach wirklich zu schön. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon in einem wilderen Strandabschnitt angekommen, wo es nichts mehr gibt. Ein bisschen Wald, ein bisschen Natur und halt wirklich einen verlassenen Strand. Da ganz hinten sind zwei Menschen zu sehen. Aber ansonsten gibt es tatsächlich kaum Menschen hier. Meine Aufgabe ist übrigens Schuhe und Sonnenschirm tragen. Und mein Freund trägt die Taschen. Der Strand ist aber richtig, richtig schön. Da ist gerade übrigens, ich sehe von weitem ein Schild, das sagt Warning. Ich bin gespannt, was da drauf steht, Leute. Ich bin gespannt. Aber erstmal müssen wir uns hier darauf fokussieren, wie schön dieser Strand ist und wie verlassen und wieso ist hier keiner. Ich müsste eigentlich echt das Schild gleich erstmal lesen, wieso hier vor irgendwas gewarnt wird. Aber vielleicht wird hier einfach nur gewarnt vor nackten Menschen, weil es vielleicht ein Nudistenstrandabschnitt ist. Ich weiß es nicht, Leute. Das, was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann. Es ist unendlich schön. Das Wasser ist krass klar. Es ist wirklich die ganze Zeit schon so schwierig, nicht einfach reinzugehen. Okay, ich bin gespannt, was da drauf steht bei dem Warning. Ich kann es noch nicht lesen, hat das Herz, meine Augen sind zu schlecht. Mein Freund läuft aber schon in die Richtung von diesem Schild. From this point. Ach so, there is no resort security or lifeguard. Okay, okay, okay. Ja gut, ab jetzt gibt es, ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt übersetze, ihr könnt ja wahrscheinlich alle Englisch. Es gibt jetzt auf jeden Fall erstmal keine Rettungsschwimmer und so mehr. Okay. Ja, sollte man davor warnen? Das ist doch der Wahnsinn. Also, dass es halt keine Hotels mehr gibt, das meinte ich. Meinem Freund scheint es auch zu gefallen. En español, por favor. Atención, por su propia seguridad, le recomendamos no transitar más allá de este punto. Okay, no me digas, eso no leí, solamente leí la parte inglesa. Okay, auf Spanisch wird für deine eigene Sicherheit empfohlen, ja, nicht weiterzugehen. Okay, das könnte man noch auch auf Englisch schreiben, finde ich. Ich habe jetzt gerade von Weitem tatsächlich irgendwie für euch jetzt nur das auf Englisch gelesen, weil ich mir so dachte, ja, das reicht. Da wird ja dasselbe draufstehen. Jetzt wissen wir, nein, das ist nicht der Fall. Viel zu schön, um nicht weiterzugehen. Hallo? Dime. Ah, ya. Okay. De hecho, aquí nada más están los dos chavos. Ajá. No sé si viste que hubo una pareja. Sí. La pareja no está. Ajá. Se fueron por acá. Okay. Okay, wir müssen einmal hochgehen, weil ich glaube, unten kommen wir nicht durch. Mein Freund meinte auch, er hätte Videos gesehen online, dass man den Weg nach oben lang gehen müsste. Ja. Bin gespannt. Dime. Okay, na dann gehen wir doch mal jetzt den Geheimweg zusammen, Leute. Viel zu schön, ich komme gar nicht darauf klar. Du tienes zapatos también por allá. Okay, Leute, wir haben uns gerade erstmal krass die Füße verbrannt. Der Sand ist extrem heiß. Also falls ihr hier jemals langlaufen möchtet, nehmt bitte unbedingt irgendwie mindestens Flipflops mit, weil das geht sonst echt nicht fit. Sí. Ich sage euch schon mal direkt, ihr müsst ein bisschen klettern. Ich musste jetzt auch gerade ein bisschen aufpassen mit der Kamera in der Hand, dass ich mich hier nicht hinlege. Okay, weiter geht's. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Mexiko-Abenteuer. Mit unbefestigtem Boden und verlassenen Stränden. Also immer aufpassen, immer die Augen offen halten, liebe Leute. Und macht sowas auf jeden Fall auch nicht alleine.
Jetzt gerade auch dieses Schild verunsichert mich ein bisschen. Okay, doch, da hat was an. Okay, da hinten war jemand. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die nackt sind, aber nein. Es ist das Pärchen, was wir gerade gesehen haben, was auch hier verschwunden ist und was wir jetzt gerade wieder aufgegabelt haben. Was ein schöner, verlassener Strand. Español, English. Déjame buscar un lugar, ¿no? Para que nos estemos. Aha. ¿Nos quedamos por acá? Leute, es ist echt anstrengend, diesen Weg zu laufen. Mein Freund hat gesagt, er läuft vor. Er checkt erstmal die Lage ab. Ich soll weiter hinten bleiben, weil... Also wir waren hier beide noch nie, ne? Wir wollten auch erstmal so ein bisschen die Lage abchecken. Und wenn irgendwas ist oder so da hinten, ist ja noch so ein Rettungsschwimmer, Mensch, Lifeguard. Also für den Fall der Fälle, dass ich zurückrenne, ne? Aber ja, man muss halt alles bedenken. Wir wollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind halt jetzt gerade wirklich an einem einsamen, verlassenen Strand. Mit einem Pärchen. Und ansonsten gibt es ja halt wirklich nichts, ne? Also wir müssen uns da auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen absichern und gucken, ob man jetzt noch weiterlaufen kann oder nicht. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass ich ihn gerade nicht mehr sehe. Das ist auf jeden Fall einer der schönsten Buchten, die ich gesehen habe. Vor allem, weil es wirklich einfach so verlassen ist und so ruhig und einfach nur ein Traum. Da hinten sieht man übrigens auch Cozumel. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht. Oh, ich glaube, ich sehe meinen Freund. Ich sehe da so einen Kopf. Könnte mein Freund sein, ich bin mir nicht sicher. Ich warte nämlich noch, dass er mich hier abholt oder dass er mir irgendwie zuwinkt und sagt, ja, du kannst da easy hingehen. Ah, das ist er, ich sehe die Tasche. Okay, vielleicht ist der Weg da lang leichter. Seht ihr den? Der kommt da gerade aus diesem Gebüsch raus. Por donde está más fácil? Por donde está más fácil? Okay, war. Und aus irgendeinem Grund grinst er. Ich würde gerne wissen wollen, wieso. Tobin? Sí, ya me imagino. Por allá hay otra chica. No sé si estaba acompañado sola, okay. ¿Quieres ir para allá? Sí. ¿Está más lindo que lo que acá o no? Da igual, está bien bonito. ¿Va? Vamos para que conozcas. Ich glaube, hier wird es ein bisschen schwierig mit dem Schirm. Sí, mejor cierra la pantalla porque aquí está muy... Sí, mejor. So, wir laufen jetzt links rum, weil wir beide irgendwie dem anderen Weg nicht so vertrauen. Weder wo wir da landen. Siehst du, Chido? Gut, ich ändere meine Meinung. Ich vertraue diesem Weg nicht. Aber mein Freund sagt, doch, doch, kann man machen. Deswegen machen wir das jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir gehen den linken Weg, aber wir gehen jetzt doch diesen rechten Weg. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das gut ist, Leute. Aber wir machen das jetzt. Aventura. Ja, Abenteuer. Zieht oder wie? Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Oh Leute, es ist so unendlich schön, ich komme gar nicht darauf klar. Ich schwitze extremst. Ich bin mir sicher, man sieht das. No mames, no mames, amor. ¿Qué es esto? No sé, espera. Hace rato pasé una iguana. Ich bin ja ein Schisser, ne? Ich mache so einen Scheiß zwar immer mit, aber wenn es dann irgendein Geräusch gibt oder so, ist vorbei. Aber mein Freund. Aha. Also mein Freund sagt, er hat gerade eine Iguana gesehen vorhin. Das ist bestimmt eine. Ich hoffe, er hat recht. Weil wir sind hier halt wirklich ja, irgendwo und nirgendwo. Oh Gott. Ach ja, so ist das. Manchmal frage ich mich. Aha. Mein Freund versucht mich zu beruhigen. Oh. Er sagt, da gibt es ja einen Zaun, das ist nicht so einfach für die Tiere da durchzugehen. Das stimmt zwar, ich bin trotzdem ein Schisser. Okay, wir machen das jetzt. Wir ziehen das durch. Oh Gott. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist, was ich immer so mache in meinem Leben. Es ist hier übrigens... Ah, jetzt geht's wieder. Huch. Es ist richtig schön hier. Oigan, ¿es en español o en alemán? No importa. Es en alemán, pero da igual. Tú dilo. Le tienen que dar likes a este video. Este sí es aventura extrema. En cualquier momento puede salir un jaguar. Bueno, ahí está la chica. Sí, la veo. ¿Quieres pasar por donde está ella? Tal vez la incomodemos. No, no creo, porque vienes tú.
Si viniera yo solo, pues sí. Se sacaría de onda. No, pues sí, vamos, pero pues sin sí, incomodarla, ¿no? Sí. ¿O más por acá? Hay dos chicas, hay otra. Y no lleva bra, no, por eso no se puede. Digo. Mein Freund sagt, ihr müsst auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben geben, weil das hier sehr abenteuerlich ist und jederzeit ein Jaguar aus dem Gebüsch springen kann und... Oh Gott. Und ich höre Geräusche aus dem Gebüsch. Ja, gut. Falls euch also solche abenteuerlichen Videos gefallen, Leute, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich werde gleich nur noch so ein bisschen filmen, weil wir uns jetzt gleich ausziehen, damit wir die anderen Leute nicht verschrecken. Weil ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind jetzt echt an dem letzten Strandabschnitt angekommen. Ja, wo wir die ersten Menschen gesehen haben, die ersten zwei Frauen, die da halt einfach oben ohne lagen. Und deswegen wollen wir da jetzt auch gar keine... Oh, wow. Dieser Schmetterling. Esta mariposa. Ah, sí. No, pues entonces vamos para allá, ¿no? Sí. Entonces, ich wollte schon Spanisch mit euch reden. Nee, deswegen werde ich nur noch ein bisschen gleich mitfilmen. Aber halt so, dass wir die Leute nicht verschrecken, dass wir da jetzt keine unangenehme Stimmung verbreiten. Und deswegen werden wir uns jetzt halt auch ausziehen, ne, liebe Leute? Ach ja, hier ist wieder dieses Warnschild. Aber es ist wirklich schön. Ich glaube, das ist einer der verlassensten Strände, an dem wir bisher waren. Ich glaube, hier kann man auch sehr gut baden gehen, tatsächlich. Da gibt es jetzt noch so einen kleinen Abschnitt, wo man theoretisch weiterlaufen könnte. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr Menschen sein werden. Das wäre auf jeden Fall auch mal eine Idee, da vorbeizuschauen. Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich zum Baden mit am besten geeignet. Ich laufe jetzt einfach mal aus Neugier noch ein Stückchen weiter. Mande? ¿Qué pasa? Sí, ahorita. Sí, ahorita me lo quito. Tú solamente quieres ver mis chichis. No, yo los veo todo el tiempo, pero vengo por ellas, porque si se van a sacar de onda. Pero... Aparte, aunque seas mujer, vienes grabando. Pues entonces, desnúdate. Okay, Leute, ich werde mich jetzt ausziehen. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Jetzt muss die Kamera leider ausgemacht werden. Ja, ich sehe schon meinen Freund, der hat sich auch schon ausgezogen. Ja, ich werde jetzt mitziehen. Dafür werde ich euch jetzt zurücklassen. Mit diesem wunderschönen Ausblick, mit diesem wunderschönen Strand. Ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Tag. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Vlog gefallen hat. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis bald!